Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder euer Schleicher und ich denke, eins ihrer Gehege wurde nicht, ja, welches wurde nicht repariert? Ich mach mal auf Pause. Ich guck mir das in Ruhe an, weil mitten in der Aufbauphase ist es echt blöd. Ja, dann machen wir mal grün. So, wir wollten das hier noch. Ich möchte das hier erst fertig machen und dann gucke ich mir auch das Gehege an. So, was kann man denn hier jetzt noch machen? Schönes. Was gibt's denn da überhaupt noch? Oh, hier gibt es ja noch einiges. Sehr. Ja. Zack und zack. Okay, für die Kiddies gibt es hier, glaube ich, ziemlich viel, würde ich sagen. Das nehmen wir mal weg. Fliegende Untertassen. Den nehmen wir auch mal weg. Das ist auch schön. So. Was gibt es noch? Die Achterbahn brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ah doch, hier gibt es ja noch was. Weltraumringe habe ich schon, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Oder? Doch. Dann gucken wir nochmal, was es so sonst noch gibt. Das haben wir eigentlich alles. Gibt es dann irgendwas anderes noch, was wir hier einbauen können? Aber wir müssen noch Science-Fiction-Wände. Wie sehen die denn aus? Flachdach. Einen anderen Part mal. So. Nee. Wir gucken, was wir hier noch haben. UFO-Attacke haben wir. Haben wir. So, eben die Wege machen hier. Wege, 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 Wege. Wer mich kennt, weiß jetzt schon wieder, was hier hinkommt. Hier machen wir nämlich jetzt wieder Toiletten hin. Machen wir das aber nicht so viele. Da. Pop, 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 pop. Und offen. Und wieder das gleiche, was ich immer sage. Warum muss man das alles immer wieder einzeln aussuchen? Essen, Getränke haben wir ein bisschen. Pflanzen. Das ist so klein. Traubenfänger. Ich finde die eigentlich schon am besten hier. Machen wir so als Hecke hier. So, einmal hier rum. Wenn ich so lang ziehen könnte, aber das ist sowieso bei mir nicht so gut immer, ne? Das weiß man schon, weil ich.
Jo, das lassen wir so. Ist es hier nochmal eben da noch, da noch. Okidoki. So, was wir jetzt auch noch brauchen, sind Bänke und das sind schöne Lampen. Zack. Da nur eine hin. Da. Dahin. Da und da. Und da brauchen wir. Die sind ja cool. Okay, zacki, zacki. Machen wir da hin. Kann sich das angucken. Mülleimer. Jetzt bin ich ja gespannt, wie die Mülleimer aussehen. Und dahin. Da ein hin. Da. Das passt auch noch. Einer hin. Zack. Ich würde sagen, Bänke machen wir auch noch hier hin, damit die Leute hier auch gucken können. So, das sieht doch schon mal alles. Das lassen wir auch so, würde ich sagen. Mir ist aber gerade eine Idee gekommen, die packen wir mal weg. Und setzen den mal hier hin. Drehen. Was haben wir denn noch groß? Oh, hier. Sind ja noch ein paar Sachen. Weltraumflughafen, das. Dann passt ja noch was. Ja, dann würde ich das sagen, nehmen wir das kleine Teilchen da weg. Und nehmen nochmal den. Die nehmen wir mal raus. Nehmen was Großes. Sehr schön. UFO-Attacke hatten wir, glaube ich, schon. Raketenschiff. Setzen wir da hin. Und die Leute können auch umzugehen, würde ich sagen. So. Und irgendwas war hier noch nicht verbunden. Ja. Das hat was, würde ich sagen. Ja. Machen wir den Weg mal eben weg und jetzt eröffnen wir das mal alles. Ich glaube, das habe ich nämlich vergessen. Was ich sonst eigentlich immer sofort mache, habe ich tatsächlich vergessen. An. Sogar zweimal da, egal. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, kann man dem, was kann man das am besten anmalen? Kann man das anmalen? Was gibt es da? Was kann man? Nein, das ist auch scheiße. Was ist denn so? Eis nicht. Felsen.
Mauerwerk. Felden, wie sieht das denn da aus? Ja, das machen wir so. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber unser Vogel spinnt im Nebenraum voll rum. Er ist wieder voll am Schimpfen. Warum auch immer. Er ist so. Ja. Irgendwas passt ihm wieder nicht. Aber ich glaube, Jonas guckt auch hier Rocky 3. Das kann natürlich sein. Irgendwas passt ihm nicht. Das höre ich über die Lautsprecher. Obwohl ich das Spiel hier höre, höre ich ihn ja rumschimpfen. Echt irre. So, ich würde sagen, das ist auch hier fertig. Ich bin ja auch ein Freund vom was? Natürlich vom Wasser. So, zwei Stück, das ist okay. Und hier machen wir nämlich Wasser hin. So. Ein bisschen hier rum. Mach da mal eben Wasser rein. Jawohl, das ist schön. Das fürs nächste Teil. Aber Leute, guckt euch das an. So schlecht finde ich das gar nicht. Ja, um was müssen wir uns jetzt noch kümmern? Das Gehege. Aber welches Gehege ist es? Welches Gehege muss denn repariert werden? Oh, da! So, wie macht man das denn? Wie kann man das jetzt reparieren? Wie kann man das reparieren? Verwaltung. Mach die mal eben hier alle weg. So, es ist die Frage. Oh, es ist, das ist wieder, was ich nicht mag. Und wer repariert die Sachen? Machen das sie. Wer repariert? Also die Besucher, die will ich gar nicht. Da. 1, 2, 3, 4, den. Das sind Animal. Verkäufer. Okay, das, ich weiß nicht, ob die das jetzt gerade so machen. Machen das. Druck füllen, Druck füllen, Druck füllen, Druck füllen. Die Tiere hauen mir ja alle ab. Das ist ja das Schlimme. Aber wer repariert mir die Zäune? Ich muss alle Zäune reparieren. Holla die Waldfee. Versuchen das einfach mal.
Ganz einfach. Ich setze jetzt einen hier ab. Einen. So, jetzt hier. Zack. Start. Reparier die Zaun. Ja. Du sollst den Zaun reparieren. Ja, was kann man da jetzt machen? Nee. Schließen. Den anklicken. So, wer repariert jetzt diesen Zaun? Ja, ich will es ja gerne reparieren, aber wer repariert die Zäune? Das ist eine Scheiße wieder. Was ist da jetzt passiert? So, jetzt muss ich mir schnell überlegen, wie wir das machen am besten. Das ist ja der. Geh weg. Leute, ich mach mal auf Pause. Ich mache mir mal Gedanken, wie wir das machen. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wie das gehen soll. Wer repariert denn jetzt hier die Zäune? Das ist hier die Frage. Ich versuche nur noch eine Sache. So geht es. Ich kann es nur. Wer repariert Gehege bauen? Nach N? Krieg ich den nach N? Ah. Nach außen ja, aber nicht nach innen. Na. Okay, da mache ich mir nächstes Mal Gedanken über, wer repariert denn Zäune? Ja, da bin ich erstmal ein bisschen ratlos. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Mir ist der Arm versorben. Ich mache mir jetzt echt Gedanken darüber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen Frühstücken. Bin jetzt ein bisschen konfus. Weiß nicht, woran das liegt. Ich möchte auch gerne wissen, wie es jetzt weitergeht. Aber ich sag mal einfach Tschüss. Euer Schleicher. Ciao, ciao.